Herzlich willkommen bei Stimme des Gläubigen. Und wir sind Teil von der Bibelbaptistenbewegung. Heute haben wir ein ganz interessantes Thema, das Gericht über Israel. Nun, viele Menschen, wenn sie an Gericht denken, denken sie immer an ein Gericht. Und das ist hier am Ende, und das ist das große weiße Throngericht. Das ist schön, das stimmt schon, das gibt es, Offenbarung 20. Aber das ist nicht das einzige Gericht, Offenbarung 20. Es gibt tatsächlich ein Gericht über Israel. Und wie wir schon sehen, Israel und die Gemeinde ist nicht dasselbe. Ganz wichtig, auch die Gemeinde hat ein Gericht, das ist der Richterstuhl Christi. Nun, wenn wir gehen zu Daniel Kapitel 12, Daniel Kapitel 12, aufschlagen, Daniel Kapitel 12, Vers 1. Ja, Daniel Kapitel 12, Vers 1. Die Bibel sagt, zur selben Zeit wird der große Fürst Michael, der für den Volk steht, sich aufmachen, denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, als sie nicht gewesen ist, seit die Leute gewesen sind, bis das dieselbige Zeit. Zur selben Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen und viele so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, etliche zur ewigen Schmach und Schande. Die Lehrer aber werden leuchten wie der Himmel, Glanz und die, sowie so viele zur Gerechtigkeit, weisen wie die Sterne umher und ewiglich, immer und ewiglich. Und nun Daniel verbirgt diese Worte. Na, interessanterweise, Daniel spricht von einem Gericht. Und er redet von einem Gericht, das kommen wird. Und das ist, wo hier Daniel war in der babylonischen Gefangenschaft. Nee, die ganze Volk erwartete ein Reich. Zu dieser Zeit war Israel verstreut und unter babylonischer Herrschaft. Nachher unter persischer und so weiter. Was wir interessant haben ist, in 1. Mose 12, Abraham bekommt die Verheißung, dass er einmal König sein wird. Wann wird das sein? Hier. Hier wird Israel für immer und ewig regieren. Genau wie es Daniel 12 sagt. Aber vorher haben wir ein Gericht. Und dieses Gericht fängt hier an. Das ist, wo das Gericht anfängt. Hier. Gericht. Und jetzt ist etwas ganz Wichtiges, es ist ein Gericht über Israel. Über das Volk Israel. Du sagst, ah, Israel wird jetzt schon gerichtet. Nein, Israel ist jetzt verstreut. Es ist ein riesen Unterschied, ob du verstreut bist oder ob du gerichtet wirst. Das ist korrekt, dass in Apostelgeschichte 7 etwas passiert ist, was Gott gemacht hat. Und das nennt man Blindheit. Da kommt zu Römer 11. Römer Kapitel 11. Und dem aufmerksamen Student wird bald etwas auffallen. In Vers 25, ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dieses Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid, Blindheit ist Israels eines Teils wie das Horn, solange bis die Fülle der Heiden eingegangen sei. So, was wir sehen ist, dass eigentlich hier dass Israel hier blind ist. Und so jedes Mal werden heute Stellen genommen, die irgendwie nach Israel weisen, hier, und zwar von Jesus selbst. Auch das ist ganz interessant. Jesus Christus redet in Matthäus 24 von einem Gericht. In welchem Gericht redet er? Nicht über das Gericht von der Gemeinde. Dann kommt zu Matthäus 24, Matthäus Kapitel 24, Matthäus Kapitel 24, und es steht in Vers 3, und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen, sage uns, wann wird das geschehen und welches wird sein, deine Zukunft und der Weltende. Aha, der Weltende, nicht der Gemeindezeitende, der Weltende. Ja? Und er sagte, Jesus aber antwortete und sprach, sehe zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus. Die Leute sagen, ah, das ist ähnlich, heute ist es auch so. Das ist nicht der Punkt. Ob es ähnlich ist, es ist nicht dasselbe. Kommt zu Vers 15. Wenn nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass ihr steht an der heiligen Stätte. Wer das liest, der merke drauf. Und alsdann flieh auf die Berge und so weiter. Und was du hier hast, ist eine Trübsal. Und zwar eine Trübsal, die geht 42 Monate oder 3,5 Jahre.
Und das ist, was du heute leider verpasst, was die meisten Leute verpassen. Da kommt zur Offenbarung 12. Auch ein Gericht über Israel. Und der Witz ist, und der aufmerksame Student oder der aufmerksame Schüler von Gottes Wort merkt, es ist nicht ein Gericht über die Gemeinde. Die Gemeinde ist außen vor, weil sie schon lange weg ist, weil sie nicht gerichtet wird wie Israel. Diese ganze Gericht, von was wir reden, fängt hier an in der Trübsal, nachdem die Gemeinde weg ist. Dann kommt zu Offenbarung 12 und hier steht, und es erschien ein Großzeichen im Himmel, ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter den Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen und sie war schwanger und schrie und war in Kindsnöten und hatte eine große Qual zur Geburt. Und erschien ein anderes Zeichen im Himmel und sie ein groß roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häupten 7 Kronen und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne und warf sie auf die Erde und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er Kind fräse. Und dann lesen wir in Vers 6, und das Weib entfloh in die Wüste, dass sie hatte einen Ort bereitet von Gott, dass sie da selbst ernährt würde, 1260 Tage. Und das sind 42 Monate. 1260 Tage. Das ist das Gericht. Und das wird auch Jakobs Trübsal genannt. Es ist das Gericht über Israel. Es ist das größte Gericht, was diese Welt je sehen wird. Das, was Adolf Hitler machte, ja, es war ein Vorläufer, aber es war nichts im Vergleich zu dem, was passiert in dieser großen Trübsal. Man kommt zu Daniel 9. Daniel Kapitel 9. Ja, man muss verstehen, dass nicht jedes Gericht auf die Gemeinde ist. Und ergo, Matthäus 24 steht nicht für diese Gemeinde. Ob du willst oder nicht. Wir haben ein Video bereits gemacht, dass man nicht Gottes Wort ausspielen sollte unter sich selbst. Und so, was wir sehen ist, dass er in Vers 27, er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung. Bis das beschlossen ist, bis er an die Ende der Verwüstung treffen wird. Das heißt, wir haben eine Verwüstung. Und diese Verwüstung ist hier. Die Gemeinde hat mit dem nichts zu tun. Matthäus, was Jesus sagte, Jesus hat Israel vorbereitet auf diese Zeit und auf diese Zeit. Und deswegen können wir niemals nehmen, was Jesus sagt, lehrmäßig, und es anwenden auf die Gemeindezeit und sagen, hey, wir müssen beharren bis ans Ende. Hey, wir müssen dies und das und jenes tun. Nein, was wir brauchen, ist Jesus Christus. Wir müssen ihn aufnehmen, Punkt. Und dann haben wir ewiges Leben. Und so, das Gericht über Israel wird kommen, es wird 42 Monate dauern, es hat nichts mit der Gemeindezeit zu tun, es hat nichts mit dem Leib Christi. Ich gehöre zum Leib Christi. Israel gehört nicht zum Leib Christi. Israel ist Israel. Es ist Gottes auserwähltes Volk. Ich gehöre zum Leib Christi. Und das ist ein riesen Unterschied. Und diesen Unterschied muss man bewahren. Nur so kann man zur Wahrheit kommen. Und das ist genau, was wir tun bei Stimme des Gläubigen. So, wir hoffen, dieses Video hat dir gefallen. Wir hoffen, dass dieses Video dir weiterhilft. Und wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du zur Erkenntnis kommst, dass du das verstehst. Wenn du das verstehst, hast du so viel mehr verstanden wie diese ganzen sogenannten Professoren. Komm auf uns zu, wenn du Fragen hast. predigt@stimmedesgläubigen.de. Wenn du eine Gemeinde suchst, komm auf uns zu. Wir gründen Gemeinden im ganz deutschsprachigen Raum, in ganz Europa. Wir sind mittendrin. Komm auf uns zu. Die Baptistenbewegung ist dran. Und wir hoffen, dass du wirklich gestärkt wirst und dass du weitermachst im Glauben an ihn. Und wir wünschen dir auf jeden Fall eine gute Woche.